So. Die Karte ist ein bisschen groß. Zerstören, eliminieren, vernichten. Kontrollpunkt identifiziert. Ich schnapp mir mal ein paar Kontrollpunkte. Weil dann sehe ich nämlich auf der Karte, wo der Gegner herläuft. Wenn er daherläuft. Wenn er daherläuft, sehe ich es dann. Kann mir da nichts mehr entgehen. Ist ganz gut, dann habe ich ein bisschen die Karte aufgedeckt. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Das ist immer wichtig. Zu wissen, von wo der Gegner kommt. Ich hätte die hier einnehmen sollen. Ja, wüsste ich dann noch eher. Ärgerlich. Das Schnee ist total verrückt. Gebiet gesichert. Kontrollpunkt identifiziert. Na, ich habe ja jetzt ein paar Einheiten. Wir stehen zur Verfügung. Also hab sie wild. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Ich weiß, ich weiß. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Du wiederholst dich, Junge. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Junge, du wiederholst dich. Einsatzbereit. Bauroutine 721 eingeleitet. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Eigentlich haben die noch nie was anderes gemacht, außer zu dienen. Ich bin das Werkzeug seines Willens. In seinem Namen gebt mir Befehle. Position gesichert. Kommt da doch mal mit. Ist ja nett von euch. Ich dachte schon, ihr wollt nicht. Wir sind die Auserwählten des Impositions. Ich hatte schon gedacht, ihr hättet keinen Bock. Immer aufmerksam. So. Fürchtet unseren Dann mal alle hier hin. Muss mich nur ein bisschen beeilen, ja, weil je länger ich warte, desto mehr Elder werden's. Also das geht bei denen ziemlich schnell. Aber jetzt kann ich hier Mission und hier schon mal erfüllt. Sehen, wenn da irgendwie einer ist. Kontrollpunkt identifiziert. Kann also schon mal nicht allzu viel passieren. Die, die es einnehmen können, sind einfach mal ultra langsam. Reliquie wurde eingenommen. Reliquie. Ja, wahrscheinlich der oder der. Sind hier nur vier Stück. Also entweder hier oben. Wer kniet sich hin? Natürlich der, den ich jetzt zum Springen hätte nutzen können. Führt uns zum Feind. Dummer Depp. Das Gebiet ist sicher. Einnehmen und halten. Der Glaube ist unser Schild. Der Glaube ist ein Schild? Wie kann ich euch helfen? Wusste ich gar nicht, dass der Glaube ein Schild ist. Mauerprotokoll eingeleitet. Verstanden. Gebiet gesichert. Hier scheint mir relativ safe zu sein. Ziel erfasst. Gehen wir mal zu dem Ding zuerst. Hier sind Elder. Die Feinde des Imperiums vernichten. Also sind die vermutlich wirklich dort. Ist jetzt irgendwie naheliegend. Und dann war es wirklich die Reliquie. Müssen die nur jetzt leider dran glauben. Fürchte ich. Aber die sind ja keine Gefahr. Um genau zu sein. Eingenommen? Ziel jawohl. Eingeführt uns zum Feind. Einnehmen im Namen des Imperators. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Position gesichert. Kontrollpunkt identifiziert. Die Auserwählten des Imperators. Die sind wir wohl. Habe ich mir sagen lassen. Ihre Anweisungen. Habe ich mir sagen lassen, das sind wir. Das Gebiet ist sicher. Let's who we are. Ne, hier hin. Einnehmen und halten. Einnehmen im Namen. Beziehungsweise. Ah, doch, komm. Und die auch nochmal bitte. Protokoll 23 einleiten. Warum leben die noch? Verstanden. Holen wir uns mal erstmal die Reliquie. Ziel erfasst. Die ist in Elder-Besitz, das geht gar nicht.
Das geht natürlich überhaupt nicht. Das Gebiet ist sicher. Wie kann ich euch helfen? Das ist ja ein absolutes Unding. Wie ihr wünscht, wie kann Dinge ich in Elder-Besitz. Bauroutine 721 eingeleitet. Wir stehen zur Verfügung. Einnehmen und halten. Erwarte Befehle. Ziel gesichtet. Immer ausbauen ist mal mein Befehl. Hat viel. Achso. Ich kann nichts mehr bauen. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Hahaha. Ich kann nichts mehr auswählen. Ring, 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 ring. Ring, ring, ring. Keine. Hä? Ich hab doch 75. Wie schnell das jetzt geht. Das ist plus 97, ey. Mein Für Gott. Für den Imperator! Hab ich's? Jawohl. Verstanden. Kontrollpunkt identifiziert. Mission erfüllt. Immer aufmerksam. Dahin. Ziel erfasst. Und führt ihr uns zum Feind. Dahin. Die dürfen jetzt mal ballern. Werde getroffen! Bitte. Gehe leisten Fußes und trage eine große Waffe. Wer an meiner Seite kämpft, soll. Mein Gott. Komm von da unten. Was hat das zu bedeuten? Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Frieden geben. Erwarte Befehle. Naja, erstmal warten. So. Der kommt hinterher und holt, macht einen Horchposten nach dem anderen. Oh. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Gegenwehr. Einnehmen im Namen des Imperators. Auch kein Problem. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Oh, was kommt denn da für ein Trupp? Da kommt eine ganz schöne Menge an Manneken. Das reicht nicht. Scheiße. Wir stehen zur Verfügung. Wo wollen die hin? No one knows. Die wollen alle da oben hin, wie es aussieht. Hä, wo wollen die denn hin? Wer Angst zeigt, der Feind greift an! Mission erfüllt. Schaffen wir noch. Position und tschüss. Gesichert. Angreif. Zu Befehl. Position gesichert. Wie kriegen wir hin? Die Auserwählten des Imperators. Wo muss er den? Gruppieren. Wir stehen zur Verfügung. Einnehmen und halten. Wir haben schwer den Unterschied. Immer aufmerksam. Boom. Es ging ganz schön schnell. Und der schlägt ein? Ah ja. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Das sind ganz schön viele. Okay, der ist tot. Der Trupp ist weg. Was brauche ich? Maschinenkult oder heiliges Artefakt? Fangen wir mal mit dem Maschinenkult an, ne? Ziel eingenommen. Würde ich mal behaupten. Verstanden. Einnehmen im Namen des Imperators. Aber durch die ganzen Punkte habe ich jetzt einen groben. Weiß ich Position immer genau, wo die alle herkommen. Gesichert. Für den Ruhm des Imperiums. Das ist ganz gut. Werde getroffen. Dadurch weiß ich auch, dass die nämlich alle von hier oben kommen. Wir werden die Feinde des Imperiums vernichten. Starte den Angriff. Was ist er denn? Ach so, so ein Flitzviech. So eine Flitzbibel. Angreif zu Befehl.
Eine Flitzpiepe. Die nehmen gerade meine Reliquie ein. Wir werden die Feinde des Imperiums vernichten. Ach, guck mal, Runenprophetin Taldea. Na, scheiße. Angriff zu Befehl. Angriffsformation einnehmen. Tötet sie alle. Und tot. Jetzt muss ich das wieder neu einnehmen, ihr Penner. Fürchtet unseren Zorn. Jetzt könnt ihr mich mal. Ich nehme jetzt das ein und dann werdet ihr alle daran glauben müssen. Ist mir jetzt auch egal. Das ist die tote Hunde. Nee, das. Ich erinnere mich, da war ja was. Elder. Die können ja einfach überall und nirgendwo sein, wenn sie wollen. Niemand wird uns aufhalten. Können sich ja in alle möglichen Richtungen teleportieren. Das heißt, ich renne über die Karte und suche den Warp-Portal-Knoten. Und hoffe, der ist noch da, wo er eigentlich hätte sein sollen. Und ist noch nicht verlegt worden. Das wäre prima. Wenn dem so wäre. Nein, ich greife ihn an. Angriffsprotokoll 23 einleiten. Bleibt wachsam, Brüder. Der ist nicht mal eingenommen, doch. Das Ding ist nur unsichtbar. Oh, jetzt sind die alle unsichtbar, die Sachen. Scheiße. Formation einnehmen. Greife den Feind an. Warp-Portal. Niemand wird uns aufhalten. Oh, die Runenprophetin ist wieder da. Aber nicht mehr lange. Kommt halt der. Du wirst sterben. Du bist tot. Also da muss irgendwas kommen, weil hier kommen nämlich die Mannequin her. Das ist mal ein klares Zeichen dafür, dass hier irgendwo eine Basis ist. Hoffentlich mit Warp-Portal-Knoten. Ja, da ist der Warp-Portal-Knoten sauber. Dann haben wir's. Perfekt. Besiegt. Sieg. Jawohl. Fortsetzen. Und es sieht ziemlich gut aus für uns, wenn ich das mal so sagen darf. Es sieht sogar sehr gut aus für uns. Ich weiß nur noch nicht, was die Necrons vorhaben, weil die müssen ja jetzt... Gut, die können das eine Gebiet übernehmen, aber die kommen da gar nicht hin zu dem einen Gebiet. Das heißt, das Einzige, was die Necrons tun können, ist uns angreifen und entweder hier, hier, hier oder hier. Also überall eigentlich. Und wir werden wahrscheinlich in allen Ecken verlieren, außer hier könnten wir eventuell gewinnen. Aber die meisten hiervon sind ziemlich weit ausgebaut, also haben wir da schon eine Chance, so ist das nicht. Aber die sind ja eh. Ne, die haben den gar nicht. Tja, töten wir jetzt die Elder? Oder töten wir sie nicht? Oder laufen wir hier hin und verstärken das Ganze? Oder beenden wir den Zug? Ah, ich weiß nicht. Oder mache ich den auf... Boah, wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Alter. Okay, Leute, ich nehme schon seit fast 3,5 Stunden auf. Ja, ich mach mal hier eine Aufnahmepause, würde ich sagen. Weil ich weiß nicht, ich habe zwar eine komplette Terabyte-Platte mittlerweile, extra für Aufnahmen, aber ich weiß nicht, wie viel die noch hergibt. Obwohl, ich nehme es ja nur in 720p auf, also eigentlich müsste es noch gehen. Eigentlich wäre noch Zeit, die Elder zu besiegen. Wie viel haben wir denn? 20 vor 1 haben wir. Ach komm, ich vernichte noch die Elder. Ist mir auch egal. Ja, hier kann ich mir nichts von holen. Ich könnte natürlich jetzt warten und das alles erstmal machen. Und dann hier mit fetter Basis schon einsteigen. Mach ich das? Nee, komm, drauf geschissen. Schaffen wir so.